zum Abschluss ein kleines juristisches Kolleg in 5 Minuten. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man Paragraphen auf dem Marktplatz ausbreitet. Aber es ist notwendig, weil sie im Bundestag nicht erörtert werden, weil 734 Abgeordnete schweigen über das, was zu besprechen wäre. Für Frieden, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Ich habe mich angeschlossen. Am vorletzten Freitag, am 18. März, ist euch ein Stück selbstbestimmtes Leben schon gestohlen worden. Darüber reden wir. Das Ding heißt Paragraph 22a, Infektionsschutzgesetz. Wer einschlafen will, kann das zu Hause im Internet leicht nachlesen. Diese Gesetze sind ansonsten nicht dafür gemacht, dass sie irgendjemand nachliest. Und ich wage die Prognose, die Voraussicht, dass sich 500 dieser 734 Abgeordneten damit gar nicht beschäftigt haben. 22a stand nicht auf der Tagesordnung. 22a sind Regelungen darüber, und das geht jetzt alle an, das geht nicht nur die sogenannten Impfgegner, Corona-Leugner und wie man sie immer zu beschimpfen pflegt an, sondern alle diejenigen, die von der Corona-Lage profitieren, die sie noch gerne verstärken wollen. Sie sind vielleicht auch daran interessiert, worauf sie sich einlassen. Diskussionslos sind wir dazu verpflichtet worden, im Absatz 1 dieses Paragraphen 22a 3 Einzelimpfungen zu erbringen. Diese Einzelimpfungen können je nach besonderer Festsetzung durch den Nachweis, und zwar nur durch einen bestimmten Nachweis einer Infektion durch PCR-Test ersetzt werden und das auch nur in bestimmten Fristen. Es ist außerdem versucht worden zu beheben, was dieser Gesundheitsminister, dessen Namen man besser nicht nennt, im Januar bereits verbockt hat, nämlich eine Änderung des genesenen Status, die offensichtlich erforderlich ist, um Impfungen, die sonst nicht an Mann und Frau gebracht werden, schmackhaft zu machen. Der genesenen Status muss aufgrund dessen schlechter ausgestaltet werden als der Impfstatus. Man hat diskussionslos ihn auf 90 Tage verkürzt. Das ist seit Januar schon versucht worden, nur über ein untaugliches Mittel, nämlich eine Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Das war so offensichtlich verfassungswidrig, dass es auch über die Verwaltungsgerichte im Eilverfahren festgestellt werden konnte und diese Regierung Dutzende von Niederlagen erlitten hat. Das wird auch hier im Antrag der Ampelfraktionen beklagt. So weit, so schlecht. Die Sache wird aber noch schlechter. Das, was in Zukunft geschieht, wird ab 30. September diesen Jahres neu befunden. Nun könnte man sagen, von wem wird das wohl befunden? Von der Bundesregierung in Gestalt des Gesundheitsministers mit Zustimmung des Bundesrats. Der Bundesrat hat sich schon mehrfach als ein Gremium erwiesen, in dem juristischer Sachverstand nicht vorhanden ist, obwohl 6 bis 8 der Ministerpräsidentinnen über einen entsprechenden Abschluss verfügen. Die haben auch keinen Anstoß genommen an der Internetseite,
Deshalb nehmen Sie auch keinen Anstoß daran, dass die Intervallzeiten, die Zahl der Impfungen, die Impfstoffe, die Zeit, in der die Nachweise gelten, alle durch Rechtsverordnung geregelt werden können. Das ist ein verfassungsrechtlicher Skandal. Ihr alle, die ihr hier steht, wisst, was man durch Rechtsverordnung regeln kann. Man kann Verkehrszeichen bestimmen und da, wo sie aufgestellt werden. Man kann aber nicht bestimmen, wo und auf welche Weise der Straßenverkehr rollt. Mindestens eine Parlamentsentscheidung muss an dieser Stelle vorhanden sein. Es ist völlig ausgeschlossen, aber diesem Bundestag ist alles zuzutrauen, dass im April eine Impfpflicht über einen unbekannten Stoff in einer unbekannten Zeit gefasst wird und man diesem Minister überlässt, zu bestimmen, wann, was, in welcher Form in Kraft treten soll. Das musste heute Nachmittag gesagt werden. Und ein letztes muss ich Ihnen noch sagen. Wir sind eingetreten in eine neue Epoche der Gesetzgebungslehre und Rechtssetzung, die ich auch in meinem nicht ganz kurzen Leben so nicht mir vorgestellt habe. Eine französische Verwaltungsrechtlerin nennt das droit jetable, das heißt Wegwerfrecht, Recht zum Einmalgebrauch. Dieses Gesetz, über das ich gerade gesprochen habe, gilt bis zum September. Es kann, wenn man will, aber nur wenn man will, geändert werden. Und es wird geändert. Wir erleben jetzt und wir haben am letzten Freitag erlebt die vierte Änderung des Infektionsschutzgesetzes innerhalb eines Jahres. Nun sage man nicht, es ist alles nicht vorhersehbar, niemand weiß Bescheid, alles ändert sich. Aber Gesetze auf diese Weise dem Tagesgebrauch zu überlassen, das kannte diese Zunft bis zu diesem Jahr nicht. Das ist eingeführt worden. In Frankreich nennen sie das Kleenex-Gesetze. Für nichts gut, nur dafür gut, jede Klage dem Rechtsweg insofern zu entziehen, als bis zu dem Zeitpunkt, wo darüber entschieden wird, bei einem Gericht das Gesetz schon gar nicht mehr gilt. Das ist die Aussicht, gegen die man auf die Straße gehen muss und gegen die man dauerhaft protestieren muss, solange diese Art der Rechtsetzung und Gesetzgebung deutsche Praxis bleibt. Ich hoffe, dass ich sich das ändert. Und danke allen, die hier stehen, für die Aufmerksamkeit am späten Nachmittag.